Gut. Hi. Bevor wir da hingehen, wo es sich gehört, will ich erstmal alle ausschalten. Die Schüsse sind auch nicht leise von hier. Always right beside you. Feel. Rechts neben dir. Feel. Right beside you. Always. Rechts neben dir. Kann man ja wieder knacken? Nee. Wer ist da? Du hättest nicht herkommen sollen. Die ist da irgendwie gebackt gewesen da. Ich bin gern bereit, dir tragen zu helfen, wenn sich etwas Nützliches oder Wertvolles findet. Willst du die Schmuggelwale tragen? Was sagst du? Wanna tray my Schmuggelwale? Willst du meine Schmuggelwale tragen? Always right beside you. Auf viel. Rechts neben dir. Manchmal auch links neben dir. Always right beside you. Ja, wir können dann noch mehr skillen jetzt. Obwohl wir die schon ziemlich gut im Griff haben, die ganzen Sachen. Darf ich einfach alles klauen hier? Weil ich meine, wir sind eh illegal eingebrochen. Wir kriegen doch keinen Kopfgeld, oder? Für den Scheiß. Ey, wir sind hier im Syndikat. Darf ich nicht alles mitnehmen einfach? We are here in the Syndicate, man. Wieso Klauware, dies, das hier? Separieren den Mist? We are in the Syndicate und wir haben auch das Recht, die Dartpfeile mitzunehmen. Aber nicht die gelben. Auf so einen Würfel habe ich ja gar keinen Bock. So, weiter geht's. Achso, wir sind einfach im Kreis gelaufen hier. Gut, dann haben wir das auch. Oh, wie geil, guck mal. Hauen wir ab, solange es noch geht! You will never again here erhebt Gewichte. Ich mach dich platt! Escalating quickly. Bereit zu sterben? Bereit, wenn sie es sind. Nicht so schlimm! Boah, so 10% XP wäre so geil. What is here oben? Egal, I make light on. Flashlight, let's go. Be careful. Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Tja. Sis, you have recht. Also da bin ich der gleiche Meinung. Baggy McBack kann man immer mal reinschauen. Wohin er wohl führt? Ja, zu Imogen, aber wieso führt das Ding zurück? Noch ein bisschen looten hier.
illegale Schraubenschlüssel. Hey, den wollte ich schon mal haben. Also wenn ich einen illegalen Schraubenschlüssel in der Tasche habe, fühle ich mich halt geil, weil ich überhaupt irgendwas in der Tasche habe. Weil illegaler Schraubenschlüssel. Main. Main. Diese eine Dingsack, wir müssen zurück, aber ich möchte ja auch noch ein paar Schlösser knacken. Hab ich Punkte? Bin ich gelevelt? Ich weiß gar nicht. Ich habe 2 Skills Points. Skill Points. Susi hat Skill Points. Dieb Rang 2 weiß ich nicht. Überzeugen könnte ich auch gar keinen Bock. Handeln ist jetzt nicht so schlimm. Technology. Ich würde halt schon gerne noch fliegen gehen, dass ich Güteschiffsklasse C kann. Da muss ich aber noch skillen, glaube ich. Achievement machen. Fliegen, noch 11 Schiffe zerstören und beim Zielsteuerungssystem nochmal ein Schiff im Zielmodus. Das wollte ich. Ach, das ist das, was Hiroka gestern gemeint hat. Du kannst Außenposten am Planeten mit extremer Schwerkraft bauen. Erhöht die maximale Anzahl von Außenposten um 16. Jo, einfach Endstufe hier. Körpertraining peile ich eh nicht genau. Wie man rutschen kann, halbes Call of Duty. Fitness. Gewichtheben habe ich schon. Wohlbefinden. Ja, ich habe eigentlich fast genug more, also genug hier, HP. HP Gangster. Na, schnell, wie geht es euch? Seid ihr da? Schreibt rein. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, mit einem Streamer zu reden. Streamen mit Chat, geil. Stream ohne Chat, nicht geil. Also, jetzt habt ihr die Gelegenheit. Ich warte. Energy Weapon System. Energiebodenwaffe muss noch 10% mehr Schaden und die Kosten und Zielmodus sind nur 15% verringert. Oha. Komm. Wir skillen, was wir brauchen gleich. Mache ich immer so. Wir skillen bei Bedarf. Wir skillen bei Bedarf. Was uns fehlt, nehmen wir dann einfach. So wie diese Bücherei hier. Wieg der Welten. Ja. Wir haben wieder Looten hier. Nicht, guck mal, wieder ein paar Looten hier. Hier. 178. Datenslate-Anzeige. Wir können auch das nehmen und einfach... Bäh! Weg mit dem Dreck. Geht das auch mit dem? Ey! Okay. Wir haben genug Spaß gehabt, jetzt geht's los. Leiterplatten sind immer geil. Notizblöcke aber nur ein, weil, also, mehr aufschreiben tue ich eh nicht, das ist ja eh alles Digital Zeitalter. Das Ding führt uns aber dahin, also komplett anderen Weg, als ich gehen würde, aber dieses Programm wird zu wissen. Da ist noch ein Mediapack, habe ich gesehen. Leiterplatte, Mikrosekundenregler ist ganz wichtig. Wir brauchen erstmal den Mikrosekundenregler, dann brauchen wir den Makrosekundenregler, brauchen wir den Nanosekundenregler, dann brauchen wir ganz viel. Waffenkoffer. Empty. Okay. Das hat sich gelohnt. Okay, also. Imogen scheint da zu sein. Imogen scheint wirklich da zu sein. Auch wenn wir das Ganze... Oh mein Gott. Was zum Teufel. Aufreißen verursacht beim Zielen zufällig einen Bluteffekt. Was für ein geiles Teil, aber das ist illegal. Boah. Ein geiles Schwert, episch, Nahkampf. Ich habe ja schon ein Schwert, aber nicht sowas. Sie sollten davon ausgehen, dass sie all das auch einsetzen können. Und es nicht nur der Einschüchterung dient. Rucksackständer. Aber wenn wir es wegnehmen... Sense cannot einsetzen it anymore, you weiß. Also das ist not einsetzable mehr. Mhm. Ja.
Das ist so, sehe ich das jetzt hier und da und nebenan. Schreib jetzt in den Chat, weil Stream mit Chat macht Spaß. Ohne Chat ist es scheiße. Da tut man immer nur Selbstgespräche führen. Aber das geht bei mir immer schon so seit viele, viele langer Zeit. Das war perfekt. Germany. Germanik. Language. Language. Okay. Genevieve. Wie sag ich immer Genevieve? Imogen, wir kommen. Licht aus. Spot an. Syndikat, Hinterzimmer. Halt, Agent, stopp! Du beruhigst dich jetzt bitte und lässt mich alles erklären. Stelle Imogen zur Rede. Aber vorher nehme ich den tragbaren Ventilator. Und da. 655 Geon Sculpture. Lumenlampe. Würfel. Nasenentriegelungsbriefbeschwerer. Boah, das ist dann. Ja, wenn man das auf die Nase bekommt, dann ist das schon ein bisschen wild. Das ist schon ein bisschen wild. 155 Red Alley. Rauchergefäß. Okay, ist das kein Aschenbecher oder was? Ja, ein Aschenbecher wäre zu krass. Was ist denn das? Oliver Twist. Geil. Classic Books hier. Beste. Oh, wir können hier mal probieren, ob wir das hinkriegen. Nee, das war nicht gut. So. Zack. Wie schnell kriegst du das hin? Ja, das ist nur so ein Einsteigerding. Was haben wir denn hier? Kaffeetasse. Was? 55 Wert pro Kaffeetasse? Frankenstein? 655? Ich würde gerne so irgendwie so ein Gedächtnis haben, wo sich halt merken kann, hey, auf diesem einen Planeten war dieser eine Shop, die Dame hat mir erzählt, die mag sehr, sehr gerne Bücher, klassische, und da kann man das teuer verkaufen, aber ich weiß beim wilden Besten, also der Beste vom, also überhaupt gar keine Ahnung mehr, wo das ist. Let's talk about Imogen, baby. Let's talk about Imogen Salzo. Action. Ich dachte mir schon fast, dass sie dich schicken. Ja, weil ich der Beste bin. Okay. Woher wusstest du überhaupt von der Untersuchung? Wenn man lang genug in der Branche ist, hat man genug Gefallen und Connections gesammelt, dass man vorgewarnt wird. Nyx war mir etwas schuldig und hat mich gewarnt. Ja, aber wenn nix, ist ja nix. Was zur Hölle ist ja los? Arbeitest du wirklich für die Infinity LTD? Ja und nein. Aber hauptsächlich nein. Hör einfach zu. Oh, sieht ziemlich verdächtig aus. Und wenn du dich hier, versteckst, bist du jetzt ganz schön im Erklärung... Also, weiter geht's hier. Ach ja. Und die Dateien von Nyx haben mich nicht schuldig aussehen lassen? Nope. Olaru hat mich reingelegt. Nix und wieder nix. Ja. Ich habe als Doppelagentin gearbeitet, aber nur, weil sie es mir befohlen hat. Es ging um Täuschung, nicht um Profit. Und das Dominion-Projekt ist weit über meiner Gehaltsklasse. Ich könnte es nie liefern. Tell me more. Nicht absichtlich. Du denkst du, Olaru steckt dahinter? Wieso sollte ich dir auch nur ein Wort glauben? Klingt nach einem Haufen Schwachsinn. Nicht absichtlich? Was willst du mir damit sagen? Natürlich. Aber zuerst musst du verstehen, dass sie mich ohne mein Wissen beteiligt hat, damit ich am Ende als Sündenbock dastehe. Und dann einfach deswegen nur habe sein. Ich gesagt, ich hätte das unmöglich absichtlich tun können. Klärchenbärchen. Wieso sollte ich noch dir überhaupt ein Wort glauben? Ich habe kein Motiv. Erstens will ich mein Leben nicht rebooten. Zweitens aber will ich nicht mein Leben lang über meine Schulter blicken, weil ich von immer neuen Agents gejagt werde. Manchmal ist es doch geil, ein Agent zu sein. Klingt nach einem Haufen Schwachsinn. Schwachsinn ist nur, dass ich schuldig sein soll. Überleg doch.
Ein interner Neuroamp, mit dem man andere Menschen kontrollieren kann? Ja, easy. Wenn die Beweise auf mich deuten, dann weil Ularu mich damit reingelegt hat. Wenn nicht... Das ist doch perfekt, um jemandem etwas anzuhängen. Man lässt jemanden durch Gedankenkontrolle die Tat wirklich ausführen. Genau das ist es, was ein Gerät wie den internen Neuroamp so gefährlich macht. Andreja, jawohl. Aber genau das ist es, was man sagen würde, wenn man an dem Projekt Neuroamp beteiligt wäre und man schon davon gesteuert wird und sie hat schon im Kopf, will mir weismachen, sie kennt das nicht, weiß es nicht und hat damit nichts zu tun und es wurde ihr nur in die Schuhe geschoben und wenn sie die Schuhe auszieht, werden wir sehen, was passiert. Ja, warum sollte Ularu dich reinlegen wollen? Weil sie weiß, dass ich das glaubwürdigste Ziel bin. Sie? Ich bin die einzige bei Ryujin, die auch nur ansatzweise in der Lage wäre, so etwas durchzuziehen. Und was für ein Motiv sollte Ularu haben, wenn du keins hast? Tell me why. Macht, natürlich. Ja, nichts. Unternehmen behaupten ihren Erfolg mit allen verfügbaren Mitteln. Aber vor manchen Maßnahmen schreckt Masako zurück. Ist dir ein Massaker geben, dass keiner deiner Aufträge direkt einen Mord beinhaltet hat? Solche Maßnahmen ergreift Masako nur, wenn es unbedingt nötig ist. Bald Ularu sieht das als Zeichen der Schwäche, das behoben werden muss. Nämlich Mord muss Main sein. Zeitnah. Das klingt lächerlich, wie Gedankenkontrolle. Würde aber auch perfekt verschleiern, was du gemacht hast. Wenn du Beweise willst, die habe die ich. Die habe ich. Ularu ist gut genug, um das durchzuziehen. Aber sie sitzt auch seit Jahren hinter einem Schreibtisch. Sie würde was vermissen. Meinst du? Auf dieser Slate sind alle Beweise gegen sie. Du musst sie nur dorthin bringen. Anders kann ich meine Unschuld nicht beweisen. Angreifen, du bist eine Verräterin und ich lasse nicht zu, dass du am Leben bleibst. Und wieso soll dieses Beweismaterial glaubwürdiger sein, als sie da die nichts geliefert hat? Aber Nix hat ja nichts geliefert. Wie soll das hier, also ihr wisst schon, was ich meine. Nix ist nichts. Dalton hat mir befohlen, dich zu holen. Beweise hin oder her. Du kommst mit. Ich kümmere mich darum, dass Dalton das neue Beweismaterial kriegt. Sollen sie davonkommen lassen? Angreifen finde ich doof. Also die Genevieve oder Imogen oder wie auch immer die heißt hier. Jenny hier, Genie ist ja... Ist das schon hinterfotzige Schweinchen oder mit Triple-Agent? Ist das schon wild, aber man macht das so und verhält sich halt manchmal nicht anders. Hörst du mir überhaupt zu? Nope, keine Ahnung, was du sagst. Ich höre dir nicht zu. Hoffentlich hörst du mir zu. Das hatte ich gehofft. Ich bleibe aber im Untergrund, bis ich höre, dass die Luft rein ist. Solange Ularu noch glaubt, dass ich auf der Flucht bin, glaubt sie auch, dass ihr Plan funktioniert. Und ich weiß, dass du das im Büro nicht oft hörst, aber... Appreciate, danke. Man. Option, stelle Ularu. Ich hätte zu Dalton die Chefetage zurück. Stelle Ularu. Optional. Stelle Ularu in der Chefetage des Ryujin's Towers zu. Oder kehre zu Dalton die Chefetage des Ryujin's Towers zurück. Also Dalton oder stelle Ularu. So, soll ich den direkt stellen oder soll ich es erst ihm sagen? Über vier Ecken? Also, ich würde aber sofort. Stellen wir den oder wie? Oder können wir noch mit. Doch einen Kopfschuss geben, also auf die Schnelle wieder vorbei, also wieder weggehen? Warum habe ich das nicht kommen sehen? Was machst du, wenn Dalton nichts auf das Beweismaterial gibt? Wenn Dalton wirklich glaubt, dass ich beteiligt bin, bin ich auf der Flucht. Ich will mein Leben zwar nicht auf den Kopf stellen, aber ich hätte auf die keine Seite. Wahl. Und Ularu hetzt mir sicher jeden Agent auf den Hals, den sie für fähig hält. Was denkst du über das Dominion Project? Extrem gefährlich und viel zu mächtig, um Menschen damit zu trauen. Wow, Für Ryujin wären die Vorteile geradezu unermesslich. Aber wie Ularu selbst gezeigt hat, sollte niemandem so viel Macht anvertraut werden. Keine Macht in Drogen, hast du recht. Was glaubst du, hat Ularu vor? Ularu will Masako aus dem Weg räumen, hat aber keinen legitimen Grund, damit der Vorstand sie feuert. Okay. Stattdessen erzeugt Ularu diese Situation, damit sie schlecht dasteht. Verstehe. Der Vorstand sieht Masako als Risiko und setzt sie ab. Und mit dem Dominion-Prototypen kann Ularu garantieren, dass sie selbst zum nächsten CEO gewählt wird. Meinst du, es geht um CEO der Firma? Aber der möchte ich sein. Was muss ich tun, damit ich CEO werde? Und Senior Vice President und irgendwas? Übrigens, soll ich dir von Yuko ausrichten, dass sie... mir gesagt hat,
wo ich dich finden kann. Klasse. Genau das kann ich brauchen, wenn die Sache ausgestanden ist. Ja, geil, gell? Hoffen wir einfach, dass sie den Mund hält. Sie hat dir Rückendeckung gegeben. Ich kann es nicht brauchen, dass ich Thema der Gerüchteküche bin, wenn ich zurückkomme. Das? Und sie wird es mich nie vergessen lassen. War nett, mit dir zu plaudern. Imogen. Salzo. Ich glaube, wir werden sie nie wiedersehen. Sie wird sterben. Wenn ich sie nicht ausschalte, dann macht sie jemand anders. Aber wir haben sie jetzt mal im Leben gelassen. Und wir... Sollen wir mit dem reden oder den anderen... Also sollen wir mit dem Chef reden? Aber irgendwie glaube ich, der Chef hat da auch ein bisschen was zu tun mit. Wir haben den Chef gar nicht eingeweiht. In nichts. Wir haben es oft... Wir haben schon... Der weiß schon, dass wir unterwegs sind. Aber der weiß nicht, dass wir Imogen jetzt jagen. Bin mir nicht so sure. Ich würde aber mal trotzdem vielleicht mit dem reden wollen. Ne? Oder direkt den anderen sagen, dass er eine Drecksau ist. Können wir ja auch machen. Können wir ja auch machen. Return of the Interceptor. Of the Interceptor. Oh, was ist das? Schwebender Schreibtischplanet. 240 Gold wert. Nehmen wir mit. Nicht gelootet? Okay, man sieht die ja auch nicht. Haben wir die gelootet? Ja, haben wir. Ich meine, wir haben ziemlich viel Schmuggelware dabei. Solange niemand uns kontrolliert, ist das kein Problem. Wie schaut es mit den Waffen aus, DPS-mäßig? Okay, warum aber der Coachman macht ja mehr. Der schießt doch nicht schneller. Damage pro Second, aber der schießt doch nicht schneller. Das dauert doch ewig. Das sind immer nur zwei Schussmagazin. Schmarrn. Verkaufen wir, weil ist ja illegal, das Ding. Aber diese Sandskulptur, die liegt mir auch am Herzen. Deswegen take sie with me. Everywhere you go. Always takes a sun sculpture with you, everywhere you go. Na klar. Können wir dich bestehlen? Hast du denn was? Hoffentlich heißt das, deine Sachen sind erledigt. Ich glaub, die haben wir schon beklaut vorhin. Okay, hat nichts mehr. Die haben auch schon beklaut. So, naja, dann ist nicht so schlimm hier. Dann gucken wir mal. Okay, hier kehre zu Dalton zurück. Ist beides und das andere. Die andere Option haben wir gar nicht hier. Also dem Chef erzählen davon, was hier abgeht. Oder den Kriminellen schon stellen. Gucken wir mal, was. Schauen wir mal, wir überlegen es auf dem Weg. Wenn wir zuerst antreffen. Aber Imogen haben wir jetzt laufen lassen. Als Triple Agent. Mal schauen. Wir müssen dann mal gleich testen, was passiert. So, immer schön den Jetpack nutzen, um hier voranzukommen. So, Manager Bro. Oh, wer kommt denn da? Oh, okay. Dalton wird durchdrehen, wenn er erfährt, dass du beim Syndikat warst, ohne aber mit ihm zu reden. Scheißegal. Er wollte, dass ich Imogen schnappe, also habe ich genau das gemacht. Ich verschwende meine Zeit nicht mit Dingen wie Genehmigungen. Ja, ohne Scheiß. Verliert man Zeit, verschwendet man Zeit und es kostet Zeit. Und Zeit ist wert, Geld kostet Geld, Wert und Zeit ist Geld. Ich bin effizient. Ich überspringe den Mittelsmann lieber. Er wollte, dass ich jemanden schnappe, also genau das habe ich gemacht. Falls er es persönlich nimmt, ich habe dich gewarnt. Labernet. Und du warst nicht mal so vernünftig, mit Bayou zu sprechen. Nichts, was Ryugen nicht wieder gut machen könnte. Es war einfach zu dringend, Imogen zu finden. Ich wollte meine Zeit nicht verschwenden, indem ich auch noch mit Bayou rede. Ich brauche auch keine Erlaubnis für diesen Mann. Die zum Besten, so sehe ich das hier. Es war nicht, es war keine Zeit.
Zu dringend war das, das Gleiche. Glaub mir, das ist das Letzte, was Bayou interessiert, wenn er erfährt, dass du ohne Erlaubnis auf seinem Territorium warst. Also, was hast du herausgefunden? Warum muss ich das ihr sagen? Also ihr will ich nicht sagen. Hast du mich nicht aussperren lassen, um das selbst herauszufinden? Was sind die Informationen dir wert? Du musst Dalton um einen Bericht bitten. Imogen behauptet, dass Ularo ihr anhängen will, das Maulwurf sein. Das geht dich nichts an. Die ist mir sus. Die ist mir so sus, this is not going you an. Okay, ich dränge dich nicht. Viel Spaß mit Dalton. Früher oder später kriege ich das sowieso alles mit. Ja, ist doch okay, aber nicht jetzt. Jetzt ist wichtig. Zeit rennt die Geld. Stell nur also in der Chefetage das Ding. Okay, also sie ist ja sowieso so eine Bia, also nette, die alles und jeden verrät. Keine Lust gehabt, ihr das zu erzählen jetzt. Dafür ist das Thema viel zu heikel. Auf der Chefetage hat Ryuji. Das ist das Thema very, very heikel hier. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. Ihm sagen oder ihn stellen? Komm, wir machen alles ohne den Chef. Das ist der Chef. Naja, gut, das war schon mein Chef. Ich dachte, ich stelle den anderen. Aber das ist halt falsch. Gut, dann sind wir halt jetzt hier. Sorry. Da bist du ja. Und von Imogen ist nichts zu sehen. Okay. Und ich dachte, es wäre eine einfache Aufgabe, jetzt sie zu finden. Jetzt chill mal, Bruder. Der Maulwurf ist entweder Imogen oder Ularo. Ularo hat euch alle reingelegt. Imogen ist unschuldig. Imogen meinte, es wäre zu gefährlich, wieder zurückzukommen. Ich habe Imogen gefunden, sie behauptet, reingelegt worden zu sein. Hier, mal das hier. Du kennst jetzt also plötzlich alle Fakten, ja? Ja. Ja. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung. Ich hätte große Lust, dich zu feuern. Und ich große Lust, dir den Kopf zu schießen. Hast du bedacht, dass der Maulwurf Imogen mithilft, das Dominion Project verleumden zu könnte? Die gute Nachricht ist, ich habe das hier. Hier, immerhin bin ich nicht mit leeren Händen zurückgekommen. Diese Slate könnte Imogens Unschuld beweisen. Imogen hat das hier zusammengestellt, aber ich lege meine Hand nicht ins Feuer dafür. Ja. Ja, hier, das hier könnte hier. Wenn unser Wort nicht reicht. Hilft das vielleicht? Genau, danke, Dreja. Wenn ich mich nicht täusche, bist du auf ihrer Seite. Ich mache dir keine Vorwürfe, aber wenn Imogen ihre Unschuld beweisen will, sollte sie sich auf ein hartes Verhör einstellen. Ich darf nun damit anfangen, einen Bericht zu schreiben, um das alles zusammenzufassen. Nicht Bericht schreiben. Und bis dahin hat Masako deine Anwesenheit in der F&E-Abteilung erbeten. Scheiß auf die Forschung. Du sollst in Wiener Kalras Büro kommen. Ich hab Hunger, Wiener Essen ist beste Idee, danke. Hallo, Kicksdozy. Was geht, Bruderherz? Kannst du mir irgendwas über Wiener Kalra sagen? Wie komme ich zu Wieners Büro in der F&E-Abteilung? Hast du eine Ahnung, warum Masako mit mir reden will? Gut, dann überlasse ich dir die ganze Maulwurfsache. Ich mache mich so schnell wie möglich auf den Weg. Wiener leitet die Abteilung für Forschung und Entwicklung. Sagst du ja, F&E, sie ja? Hat das Dominion-Projekt gestartet und wird okay. Oft als Protégé von Ray Dakaris gesehen, Ryujins Mitgründerin. Wie komme ich aber dahin? Hast du vielleicht ein Navi? Kannst du es mir aufzeichnen oder schickst du mich aufs Tablet? Oder was machen wir da genau? Wie ist das jetzt? Wie läuft das ab mit dir? Hallo? Nimm einfach den Aufzug zur Forschung und Entwicklung. Aufzug nehmen? Du findest Dr. Kalras Büro vom Eingang aus zu deiner Linken. Den richtigen Knopf drücken links. Hast du eine Ahnung, warum Masako mit mir reden will? Masakos Fokus liegt darauf, wie man mit Infinity LTD und ihrem Wissen um das Dominion-Projekt umgeht. Okay. Du bist okay. Für ihre Pläne wohl sehr wichtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt so ist, dass... Also, ich habe jetzt alles herausgefunden, was Imogen ist, und jetzt macht er das Ganze, nimmt ihn in die Hand. Ich würde viel lieber dasselbe in die Hand nehmen, aber jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, diesen einen Auftrag zu erledigen. Gut, dann überlasse ich dir. Boah, ich möchte das nicht. Ich möchte das selber machen. Gut. Nicht, dass es mir Spaß macht. Diese Berichte. Aber diese Berichte erstelle ich grundsätzlich immer selbst. Aber er erstellt nur... Appreciate Man, die Schuldigen Erfolg bekommen. Habt ihr auch schon einen Erfolg bekommen? Schreibt jetzt in den Chat oder in die Beschreibung. Description down below. Woohoo! Action! So. Okay.
Wenn ich jetzt hier hacke, bin ich dann festgenommen? Bestimmt. Okay. Gut, der Kunde schnieft. Du hast nicht zu schniefen. Wenn du schniefst, ist das dein letztes Schniefen gewesen. 75? Lohnt sich nicht, dich zu beklauen. Du bist ein armes Schwein. Was ist denn hier noch? Scheißklo oder was? Scheißklo, ich hab besseres Zuhause, Digga. Was soll denn das jetzt hier? Okay. Jetzt hat er uns von dem Auftrag abgezogen. Ich finde das sehr, sehr sassy. Aber ist nicht so schlimm, ob wir jetzt Susi oder Sassy heißen. So ist das nun mal. In den Sperrzonen, hey, Bro, hast du nichts verloren. Ja, du, gell? Was hat der für 77 Credits? Lohnt sich nicht. Invisibility. So. Haben wir die alle schon beklaut, oder? Ich habe nur Angst, dass der hat noch 782 Credits. Wurde. Und keine die? Sorge, wir gehen der Sache nach und finden 1408, ich konnte die gut, nicht. Du bist da. Ja, hi. Wir brauchen einen Plan, um die Kontrolle über diese Situation mit Infinity LTD zu übernehmen. Kriegen wir hin. Waffenmacht, Waffen, Gewalt, Energie. Machen Sie es so. Es wird auch Zeit, dass wir endlich Maßnahmen ergreifen. Sag mir, was zu tun ist. Ich bin zu Alan bereit. Es wird auch Zeit, dass wir Maßnahmen ergreifen. Der Maulwurf war wichtiger. Jetzt hat Dalton alles, was er braucht, und okay, wir können weitermachen. Jawohl. Wir wissen nicht, ob Infinity die Neuro-Amp-Baupläne schon kennt. Wir müssen also zuerst einmal unser Produkt fertigstellen. Ich stelle dich Wiener Kalra vor, unserem Head of Research Wiener, willst and du Development. Mir geben? Lecker. Sie weiht dich in die Details ein. Ja, Details. Hallo? Der ja, interne ja, bitte? Neuro-Amp soll nämlich aus zwei Teilen bestehen. Ah. Der erste von Infinity gestohlene Teil ist für die manipulativen Effekte zuständig. Okay. Der zweite wo Teil ist eine Schildmodifikation, die den Nutzer vor anderen Neuro-Nutzern beschützt. Okay, verstehe. Ja, wir können ja auch so reden hier. Ich bin etwas größer, das ist ja Real Life hier. Ich schaue auch immer so auf die Leute herab. Mit 1,95, Digga? Schaue ich auch immer so die ganzen kleinen Wichtel. Ja. Wie kannst du sicher sein, dass der Maulwurf nicht noch Infos über die Schildmod gestohlen hat? Es wäre der massiver Vorteil, die Schildmod exklusiv für uns zurückzuhalten. Infinity hat sich das wichtigste Teil entgehen lassen. Ziemlich clever, die getrennt zu vermarkten. Wäre unsinnig, nicht gleich alles zu kaufen. Ja, das hier. Und wie? Wir wären als Einzige sicher. Man will sich ja vor dem eigenen Produkt schützen. Sobald Wiener den internen Neuroamp und die Schildmod fertigstellt, wirst du mit beidem ausgerüstet und infiltrierst Infinity LTD. Wir dürfen den Einsatz nicht riskieren, bis dein Verstand ausreichend geschützt ist. Aber natürlich. Oh, hey, was kann mit experimenteller Technologie in deinem Kopf schon schiefgehen? Andreja? Du kriegst dir, was geht? Alles klar. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. What's up, buddy? BD, Keks Dozy, das geht sogar hier, oder? Machen wir Switcherino hier. Zack, wunderbar. Reinbumsen da. Oder nicht, geht das nicht so schlimm. So, du vertraust Moore diese Technologie an? Du gehst einfach davon aus, dass ich bereit bin, das Versuchskaninchen zu spielen? Na gut, wenn es sein muss, werde ich mich mit der Prozedur unterziehen. Keine Chance. Ich mag mein Hirn so, wie es ist. Ja, das ist schmales Gelob. Ich warte. Hier nichts. Schnauze. Wird Zeit, dass wir diese neue Technologie ausprobieren. Du traust mir das zu? Du arbeitest für Ryujin und hast eine Aufgabe. Ja, wir haben dir ja bisher vertraut, also können wir das wohl auch weiterhin tun. Versuchskaninchen spielen? Wir erwarten von unseren Angestellten, dass sie für den Erfolg von Ryujin komplette alles Leute, tun. Den Erfolg. Du musst das als Chance sehen, nicht als Risiko. Als Chance. Und bei ich möchte Wiener nämlich bist du in guten Händen. Ich möchte Senior Partner werden, deswegen. Also ich muss Senior Ryujiner werden. Na gut. Es wird Zeit, diese Technologie auszuprobieren. Schieben Sie in mich rein. Gut. Schön, dass du das als Gelegenheit siehst. Ich auch. Und ich liebe freiwillige Versuchspersonen. Jetzt fehlt nur noch die wichtigste Zutat. Ja, was das denn? Das letzte Problem bei beiden Designs war die Suche nach kompatiblen Leitmaterialien, die der menschliche Körper nicht abstößt. Aber das geht schon. Ich habe endlich die perfekte Legierung, brauche dazu aber ein neu entdecktes, raffiniertes Element namens Rutizid.
Und da komme ich ins Spiel. Hey Camden, what's up? Wir haben einen Geheimvertrag mit Consolidated Mining, um das Rutizid abzubauen, davon zu verarbeiten wusste ich nichts. Und uns zu liefern. Verstehst du? Die letzte Lieferung ist verspätet und weder wir noch Consolidated Mining haben etwas von der Carinae Station gehört. Verstehe. Ja, also deswegen, es war ja Top Secret Sicherheitsstufe 0,2. Da kann ja keiner davon wissen. Eine Mining-Station, die nicht reagiert, das kann nicht gut sein. Das ist crazy. Total fucking crazy ist das. Ich hätte erwartet, dass so eine vertrauliche Operation pünktlich läuft und auch antwortet. Lass mich raten, das ist vermutlich kein Kommunikationsproblem. Das ist nicht gut. Genau mein Gedanke. Ja, du musst hinfliegen, die Lieferung sichern und sie herbringen, damit Wiener ihren Prototypen fertigstellen kann. Meinst du? Und ich will wissen, was passiert ist. Okay. Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, damit es nie wieder passiert. Rechnet ihr denn damit, dass ich auf starken Widerstand stoße? Leider ja. Also bereite dich gut vor. Geil. Wir haben den Planeten intensiv erforscht. Es sind also höchstwahrscheinlich keine Umweltfaktoren. Und yay. Consolidated Mining hat sehr viel Erfahrung im Aufbau solcher Stationen. Kein Problem, mit ich werde da an mich durchbohren. Mechanische Defekte abzufangen. Ich bin Mineral Miner Main. Ich krieg diese Rotzid-Lieferung schneller, als ihr gucken könnt. Wenn sich jemand einmischt, kümmere ich mich darum, dass das Problem gelöst wird. Ich finde heraus, was passiert ist und berge die Lieferung. Ja, mach mal. Die Mining Station heißt CM Station RC-1. Sie liegt auf einem Mond namens Carinae 3A Carinae-System. Die Lieferung sollte im Forschungs- und Kontrollturm sein, aber die Außentüren sind verriegelt. Oder unten, mit oder dieser Schlüsselkarte kommst du in die Mine und von dort aus in den Turm hinein. Viel Glück. Okay. Aber vorher würde ich euch gerne noch beklauen, weil ihr habt zu viel Geld, ihr seid zu reich. Das müssen wir ändern. Juhu! So. Probieren wir mal. Langfinger. 782 Credits. Hat geklappt. Easy. Okay, jetzt schon mal. Sie hat über 1000. Ich habe die schon probiert, fahr mal vorher. Komm, wir verstecken uns, damit sie uns nicht sehen kann. Und wir nutzen und schieben direkt ganz tief und holen es raus. Prozent? 51. Oh mein Gott. Du wagst ja, es. Sorry. Das war nicht so, ich bin verrutscht, das Gleitcreme und ich wollte in die Tasche und dir Geld, also nicht woanders hin, also jetzt seien wir doch mal nicht so. Mensch! Okay, nochmal. Hat geklappt. So einfach. Dank Alexis juristischer Kompetenz. Wieder, ist immer wieder Invisibility. Nicht für Opfer zur Rechenschaft ziehen. Ich vergesse immer meine Fähigkeit, die ich habe bekommen. So, Regen Security. Wer ist noch hier auf der Chefetage? Gibt's Named Mobs, dass ich ein paar beklauen kann? Techniker, nope. Mir egal, who's sad? Techniker. Neuro-Amps sind faszinierend. Techniker, aber hier, die Barkeeper ist, glaube ich, Named, oder? Auch nicht, okay. So, na gut, dann we not do anything clown yet. We have to clown later, because... Ja, there is no name mob here anymore. Oh Gott. So. Gut. Ab zur Lobby. Aber ich würde erstmal schiffen gehen hier. Ich sag's dir. Kurzes Main-Menü. So, dann zurück von der Toilette und es geht direkt weiter mit dem Gameplay. Ja. Schön. So, wo waren wir? Wir haben wilde Sachen gemacht, jetzt machen wir noch wildere Sachen. Und ich muss mich mal hinlegen, weil wenn man schläft, könnt ihr sehen, auf meinem TikTok, auf meinem Instagram, auf meinem Twitter, überall sind diese Posts, auch YouTube Shorts. Natürlich Kommentar da lassen, liken, abonnieren, kommentieren, habe ich schon gesagt. Könnt ihr sehen, von was ich rede. Nach dem Motto, make love, not war, oder so. Gut, let's go. Okay, jetzt haben wir einige Intrigen aufgedeckt, dass die eine für den arbeitet, die andere ist Triple Agent, das ist die Agent und jetzt tut der andere einfach einen Bericht schreiben. Ich wollte eigentlich zu dem einen Typen hingehen und sie vorstellen, sofort Kopfschuss geben, aber ich bin halt bei der anderen Etage gelandet und war mir zu doof, einfach eine Etage höher zu gehen. Deswegen
habe ich meine Entscheidung spontan geändert. So. Zack. In one to another second. Guten Morgen, Crafting Marek 616. Was geht? Was geht? Na? Alles klärchen. So, ich bin wieder in der Cyberpunk City. Ich bin wieder in der Cyberpunk City, wo du dich nicht zurechtfindest und ich mich auch nicht hier. So, warst du denn beim Arzt heute? Warst du denn beim Arzt hier? Hast du denn deine Viren verteilt im Arztzimmer? Nee, wie? Du warst nicht beim Arzt. Digi, was ist los? Ich hab gesagt, geh da hin und lass dich heilen. Oder klau dir Medipack und verarzte dich, damit du deine HP halt hochgeht, weißt du? Jo, was war das? Okay. Dann setzen wir mal den Kurs. Steuermann, setzen Sie Kurs nach Kalyane 3A. Eye Captain. Bereit, wenn Sie es sind. Energie. Ist nur Sommergrippe. Ja, es ist ja bald Herbst. Oh, apropos irgendwohin, wir müssen... Boah, gefährlich, was wir hier machen. Wir haben nämlich wahre Schmuggel. Wir müssen mal die kurz loswerden, weil wenn wir irgendeinem UC-Raum oder so kommen oder irgendwie jemand uns scannt, dann sind wir halt schon rip. So, wir müssen mal kurz zu unserem Händler des Vertrauens hier. Ist denn das Ding da hier hin? Diese Scheiße dreht sich, man findet es ja nie. Steuermann, setzen Sie Kurs nach der Bau. Im Alpha Centauri, im Wolf-System der Bau. Aye, Captain. Bereit, wenn Sie es sind. Machen Sie es so. Energie. Achso, ich dachte schon, der Warp-Antrieb. Sorry, Captain, der Warp-Antrieb war nicht aufgeladen. Jetzt hat. Energie. Huch. Der Warp-Antrieb, der war einfach mal hier. Akku leer. Kann passieren. Passiert den Besten. Was will's machen? We can't make it, not like it. Emma Chaos setzen. Bin schon seit knapp 4 Stunden am Start hier, Marek. Nur ich hatte gerade einen kleinen Crashy-Mashy. Also OBS hat sich irgendwie beendet und ich musste nochmal alles neu starten. Deswegen ist die Zeit mal resettet und schön, dass du da bist. Und musste denn niemand eine Krankmeldung oder sowas abgeben, damit du einfach nur nicht zum Arzt musst, dann ist das cool. Was ist mir auch egal. Hallo. Hauptsache, dir geht's von Tag zu Tag besser. Und du bist da, wir können eine schöne Zeit in Cybersfield verbringen. Ich dachte echt, dass hier ein bisschen mehr Action geboten ist. Cyberfield. So. Schön, kann ich behilflich sein? Und ich habe ein schönes UI-Update hier. Gewiss. Mal schauen, wie wir mit diesem UI-Update verkaufen können. So, wir werden erstmal verkaufen alle Schmuggelware hier. Oha, guck mal, wie schön das jetzt ist. Wir können sogar bei den Waffen nach DPS sortieren. Achso, das ist dann gar nicht unser. Das Verkaufen jetzt hat. Das sind unsere Waffen hier. Wir können es nach DPS so sortieren. Was wir vorher nicht konnten. Wie geil. Einfach halbe Excel-Tabelle und die wichtigsten Sachen stehen da. Und wir können noch mehr hinzufügen. Wieder zwei Mods mehr oder drei. Okay, aber wir gehen erstmal auf alles. Und schauen wir uns die ganzen Healer-Wale müssen wir loswerden. Damit wir nicht gescannt werden. Oh, mein Headset sagt mir abgestanden niedrig. Ja, ist ja klar, nach 4 Stunden meckert es halt auch mal. Eier. Feststellzange, Feuerlöscher, Hammer, Hydraulik, Klammer. Zack. Ich muss schauen, wenn OBS weiter in Crash mit diesen GPU-Beschleunigungen, das Ding muss ich wieder zurückmachen. Aber es wäre halt schon geil, weil den Coding geht ja auch besser dann für nachher. Wie du dich bewegst, ist Hammer. Ist einfach nur Hammer. I like your movement, Hammer. Genau. Zack.
1, 2, 3. Jo, nicht, dass ich... Oh, ich hab halt ziemlich viele Leute bestohlen. Also, soll man nicht machen in einem Game? Ist das bestimmt nicht schlimm. So. Oh, und ich kann... Oh, habe ich jetzt schon so viel verkauft hier? 11k oder hat der noch Restcredits? Wir müssen uns mal schnell hinsetzen. Und ich muss gleich mal schlafen auf dem Schiff. Wir müssen kurz 48 Stunden überdauern. Okay, ja, läuft wieder alles. War ein sehr, sehr komischer Crash. Auch wenn wir YouTube davon nichts erzählen wollten. Einfach OBS. Nicht mehr gestreamt, nichts. Ich konnte nicht stoppen, nicht gar nichts machen. Alle Streams abgebrochen. Es ist dann nur so, wenn das Programm im Vordergrund ist, habe ich 20-30% mehr Beschleunigung, aber wenn die Beschleunigung generell dann drunter leidet. Aber es läuft halt generell alles. Aber die Beschleunigung glaube ich, damit ich überhaupt auf allen gleichzeitig streamen kann. Was haben wir denn? GPU 63? Ja, er tut halt so viele Streams gleichzeitig rendern, Alter. GPU 65. Ist ja so kicksy, dass er jeden Stream halt selbstständig rendert. Ich tue nicht nur mit Bandbreite verteilen das. Jeder Stream rendert sich selbst. Und Uploader muss ich konstant ungefähr zwischen 25 und 30 Mbit haben. Für alle. Ob dann sowieso noch einer geht, weiß ich nicht. So, jetzt warten wir mal hier, verkaufen noch ein paar Sachen. Hey, wir haben eine echt heftige Story erlebt, Marek. Wir sind hier in so einer Firma, in so einer Chefetage, wir sind der Agent. Und dann haben wir irgendwelchen komplett aufgedeckt, dann ist einer Triple Agent gewesen, hat dann den verraten. Dann war ich bei der Firma, hab dann irgendwelche Sachen geklaut, ausgetauscht, bin durch die Lüftungsrohre gekrochen. Das war doch helle Wahnsinn. I say to you, like the Wahnsinn, war das der helle, I say to you. Hier draußen am Rand des Jahres. Ja, war echt krass. Dann bin ich bei der Security in dieser anderen Firma eingebrochen. Also da waren 100 Security-Menschen, die habe ich dann nicht erschossen, sondern habe sie das erste Mal betäubt. Also ich wollte einfach Kopfschuss, aber ich habe sie betäubt, habe so eine Betäubungswaffe bekommen. Ultra. Dann habe ich die, das war so ein Tower. 1, 2, 3, Moment. 1, 2. Das war so ein Tower, da war in jedem Stockwerk ganz viele Safe. Eigentlich tratsche ich ja nicht. Und hab dann sehr viel Kohle geklaut. Immer so Schloss aufgesperrt. Ich habe sogar so ein Meisterschloss gemacht. Das ist das schwerste Schloss. War nicht so einfach, aber hat hingehauen mehrfach. War krass. Kann man was kann die Handelsaufsicht? Kurze Zusammenfassung. Die letzten 3 Stunden. Ganz kurz. Ach so. Ich gehe mir erst einmal auf Kaufen. Okay, hier haben wir noch Schmuggelware. Was ich krass finde, ich habe sogar Schwarzmarkt-Antiquitäten. Und wenn ich das klaue, steht immer da, Wert, keine Ahnung, 12.000 bis 20.000. Und wenn ich es verkaufe, ist nur 5.500 wert. Es muss irgendwo einen Dealer geben, bei dem man noch mehr dafür verlangen kann. Es gibt ja so ganz viele Händler im Universum und manche mögen das eine mehr als das andere oder sind darauf spezialisiert. Aber wenn ich das weiß und hin und her fliege, passt das dann schon. Ich habe schwerer Teilchenzünder. Also das sind jetzt... Was ich jetzt verkaufe, sind alles Sachen, die wir die letzten... 3 Stunden gelootet haben. Ich habe auch so ein geiles... Boah, ich will das nicht verkaufen, aber ich muss. Wir müssen mal kurz Munition sortieren. Ich habe so ein tolles... Warte mal kurz zum Händler raus. Ich habe so ein tolles Schwert bekommen. Syndikat-Vollstrecker. Ich habe so ein cooles Schwert bekommen, Alter, aber ich darf das halt nicht behalten. Was ist denn das hier? Alter. Warte, kann man das nochmal extra anschauen? Warte mal kurz. Taste, untersuchen, X. Boah, schau mal an hier, wie geil. Schau mal, wie cool hier. Cotton, yo, was geht? Aloha, aloha, hey, es tut so weh, was geht hier? Cotton, yo, alles klar. So. Das hat alles gestohlene Ware leider, kann ich nicht behalten, sonst würde ich mir das behalten. Weil so ein tolles Ding habe ich nicht hier.
Wo ist denn das andere Tal? Hier, das ist ja auch noch. LOL. Also, das wäre auch geil. Ich habe gerne im Nahkampf gekämpft am Anfang. War schon strong. War schon strong, aber muss ich leider verkaufen, denn ich glaube nicht, man kann das Ding irgendwie legalisieren. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Es gibt auf der ganzen Station kein besseres Angebot. Appreciate. Bei Schiffen geht das ja, aber bei dem Ding nicht, bei den Waffen anscheinend. So. Geht's mit den Uploads wieder? Alles da? Okay. Wie geht's hier, Cotton-Yo? Alles klar. Alles klar bei Ihnen. Und ja, boah, ich hab so, ey. Wenn man 3 Stunden und 30 Minuten zockt und nichts verkauft, hat man erstmal eine Menge Ware, die man verkaufen muss. Aber es waren so spannend die letzten 3 Stunden mit diesen Intrigen und dem ganzen Rohrgeklettel da. Boah, Wahnsinn. Jetzt geht's ja noch weiter. Jetzt hat der eine Chef mich noch woanders hingeschickt, dass ich noch mehr das Spionieren schießen soll. Ja, soweit. Das freut mich. Grüße gehen raus. Möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig. Cotton, yo. So, jetzt müssen wir noch 2x 48 Stunden uns kurz hinsetzen. Bisschen entspannen und dann geht's weiter hier. Dann können wir wieder verkaufen. Der Sinn dahinter ist, der Händler resettet alle 48 Stunden. Zeit in dem Spiel. Das heißt, wir können alle 48 Stunden hat er 11.000 Credits zum Verkaufen hier. Wieder dein Klon. Ey, Digga, also ich weiß, dass du krank bist, aber ich werde nie Klone haben. Wir sind hier nicht bei Clone Wars. Clone Wars, verstehst du? Da sind wir nicht. Also irgendwie musst du deine richtigen Medikamente nehmen hier, Marek. Hab doch gesagt, geh zum Arzt hier. Sommergrippe, sagt er. Also Männer, Sommergrippe ist Endgegner. Das ist einfach Final Destination. Weißt du? Apropos Final Destination, die Wiesen fängt ja bald an. Da kann man dann wieder Final Destination spielen. Cheers. Wie, Cotton Yo, wie läuft das? Wie läuft GTA RP? Und freust du dich auf GTA RP 6? Wenn das Ganze von Rockstar kontrolliert und geleitet wird? So, bin mal produktiv sein. Kannst du eh nicht, aber du kannst es mal probieren. Keeks unterstrich Dozy. Thanks watching by, passing over. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal in New Atlantis bist? Ich glaube, meine Nachrichten an SNN gehen nicht durch. Ein Wort einlegen. Kann ich behilflich sein? Es gibt auf der ganzen Station kein besseres Angebot. So, wir müssen jetzt nur mal kurz Inventarmanagement machen, ein paar Sachen verkaufen und dann geht's ab in die nächste heftige Mission. Und ich muss dann denken, meine Jedi-Macht zu nutzen. Weiß nicht, was er gerade so macht. Mache ich selten seit ein paar Monaten nicht mehr? Oh, weil du bist immer Main-RPler. Ich habe mal gewusst, dass du der RPler bist, den ich je gelesen, gesehen, getroffen und mit dem geredet habe. Du bist ja, also wenn es in einem RP gibt, ist einfach Cotton, you're the main. Aber was hast du denn jetzt anstatt außerhalb RP gemacht? Bist du in Tarkov unterwegs zufällig? So, random Spiel mal genannt hier. Das mit diesem roten Ding ist alles Schmuggelware. Okay. So, mal kurz zu Sonstige hier. Okay, das behalten wir. Sonstige. Wir verkaufen alles, Dietrich, behalten wir. Hast du denn auch ein Auge für Starfield? Mein erstes Bethesda-Spiel. Nie Fallout. Nie Skyrim. Sowas nicht gezockt. Und das erste Mal das Universum von Bethesda.